Wenn man sich dieses gemütliche Foto anschaut, könnte man gar nicht meinen, dass der November jetzt wohl so richtig aufdrehen wird auf volle Lotte Remi Demi in einer Woche. Erst kommt etwas kältere Luft zum Wochenende, dann kommt erneut eine Luftmassengrenze, kurz mit Warmluft. Wir sind mitten in der Frontalzone, dann wieder mit kälterer Luft, möglicherweise dann mit viel Regen und vor allen Dingen mit Sturmgefahr. Grüße Sie und grüße euch. Das hier ist Berlin im Hintergrund. Das ist einfach nur genial. Zur richtigen Sekunde aufgenommen in Hessen von der Ulrike. Und der Marcel hat dieses Bild eingefangen. Auch ein schönes Hintergrundbild letztendlich im Neckartal. Das alles schon in den Spätherbstfarben. Und ein richtig tolles Bild hat auch der Mirko gemacht. Und zwar die Abendsonne in Freiburg. Das ist ja momentan eigentlich eher Nachmittagssonne. Das nehmen wir jetzt auch als Hintergrundbild, weil das passt so wunderbar zu den Grafiken. Und formulieren wir es mal so, für den Hochdruck sieht es noch düster aus. Da ist nicht viel in Sachen Hochdruck in der nächsten Zeit drin, im Gegenteil eher Tiefdruck. Wir schauen mal ganz kurz auf die Niederschlagssummen, die das europäische ECMWF-Modell für die nächsten 10 Tage berechnet. Ich muss noch dazu sagen, dass das europäische ECMWF-Modell 1:1 sich dem amerikanischen GFS-Modell angepasst hat für Sonntag, Montag. Und das sollen die Niederschlagssummen sein, von den Alpen bis zur Nordsee rauf kommt einiges runter, im Osten weniger. Dieses Modell ist sehr, sehr konservativ, was die Niederschlagssummen für die nächsten 10 Tage angeht. Das amerikanische GFS-Modell haut da aber einen raus. Das wäre die Frontalzone, wenn sie genau über den Süden Mitteleuropas laufen würde, mit einer Zone von Rheinland-Pfalz und dem Saarland bis nach Franken und in die Oberpfalz rein, mit Niederschlagssummen von über 100 Liter auf den Quadratmeter. Das gäbe dann Hochwasser. Und rechnen wir nochmal 6 Tage drauf, käme noch ein bisschen was dazu. Auch dieser Lauf, so nass er ist, ist relativ konservativ verglichen mit dem Lauf, der davor berechnet wurde. Der sah nämlich so aus. Wir müssen uns das mal bewusst machen. Da kämen über 200 Liter Regen auf den Quadratmeter runter und hier im nordwestlichen Alpenbogen 300, 400 Liter. Wohlgemerkt in den Hochlagen alles als Schnee und unten Regen, 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 Regen. Erinnert euch daran, dass wir vor 1, 2, 3, 4 Jahren mal gesagt haben, was wäre das toll, wenn mal ein paar Jahreszeiten in Folge zu nass wären und wenn mal wieder so richtige Tiefs durchziehen würden mit jeder Menge Regen. Tada, das haben wir jetzt. Wir haben ja schon recht nasse Jahreszeiten hinter uns. Vor allen Dingen auch der Sommer brachte ja ziemlich viel Regen. Und so sehen die Ensembles aus. Achtet mal bitte kurz auf die, aber da gehen wir gleich durch, den grünen und den blauen hier vom amerikanischen GFS-Modell für Greifswald. Die rote Linie ist das Mittel der Luftmassentemperatur aus 30 Jahren in 1500 Meter Höhe und die weiße Linie das Mittel aller Modellberechnungen. Die Einzelberechnungen finden wir in bunt. Unten sind die Niederschlagssignale. Und wir haben eben die Niederschlagskarte gesehen. Der Hauptlauf hier in hellgrün, der ist gar nicht mal so nass für den Nordosten, aber der geht hier ganz, ganz, ganz weit um den 22. November nach oben, während der sogenannte Kontrolllauf, im Prinzip der gleichwertige Bruder, das Gegenteil macht. Da seht ihr mal, wie differenziert das ist oder wie die gegeneinander laufen und sagen, nein, ich will volle Lotte Wärme und der andere sagt, nee, ich will es kalt. Schauen wir uns gleich an, was das bedeutet. Das europäische ECMWF-Modell macht bei der Grundstruktur mit, eine große Streuung, die da aufkommt, alles sonst um das langjährige Mittel und ziemlich nass, wobei der Hauptlauf hier auch relativ trocken ist. Wenn wir jetzt in den Südwesten gehen und da habe ich mal so die Grenze überschritten und bin nach Stein am Rhein gegangen, das liegt schon in der Schweiz, aber direkt an der Grenze zu Deutschland. Hier kommt ein Wärmeberg zustande, der dann wieder abgebaut werden würde mit viel, viel Niederschlag. Und der Hauptlauf ist hier gut eingebettet in die anderen Läufe, geht aber hinten raus nach oben und der Kontrolllauf weit nach unten. Und da sind auch einige andere Läufe dabei, die ziemlich weit nach unten gehen. Die haben wir im Norden so nicht gehabt. Das liegt daran, dass wir dann ein Hoch hätten nördlich von uns und mit einer östlichen Strömung käme dann Frostluft herangezogen. Das ist immer noch so ein bisschen auch da in den Wettermodellen vorhanden. Das europäische ECMWF-Modell macht überall mit. Und wir haben ja auch die Niederschlagsvorhersage eben gesehen, die relativ konservativ war.
Das ist einer der trockensten Läufe innerhalb des europäischen ECMWF-Modells. Da kommt einiges in Sachen Regen auf uns zu. Schauen wir mal ganz kurz die beiden Extreme an. Das ist der Hauptlauf des amerikanischen GFS-Modells, eben mit der so weit nach oben ging, für den 22. November. Ein gigantisches Tief nördlich von uns. Das ist nicht irgendwie eine Wanne, das ist ja schon fast ein Brunnen, so tief geht das runter. Ganz tiefes Geopotenzial und wir kommen dann zunehmend wieder in die Frontalzone rein, noch in der Warmluft, wo Temperaturen in 1500 Meter Höhe von über 5 Grad da wären. Es stürzt ja dann auch wieder ab. Und der sehr kalte Kontrolllauf, Achtung, wir haben hier das Tief und im Kontrolllauf hier das Hoch. Und um dieses Hoch herum geht die Luft im Uhrzeigersinn und dann hätten wir von Nordosten eine Kältezunge, die zu uns käme, entsprechend mit Dauerfrosttemperaturen. So wie wir es gestern auch besprochen haben, das sind diese beiden Cluster, die sich hier widerspiegeln. Gestern gab es auch ein bisschen was an Regen, 1,3 Liter sind zustande gekommen. In Sachen Sonne war nicht so viel los. Die sonnigste Ecke war im Südosten und die Tiefstwerte lagen zwischen minus 2 Grad in Reit im Winkel und 10 Grad im Breisgau. Die Höchstwerte zwischen 6 Grad im oberen Erzgebirge, 15,5 Grad waren es in Regensburg und 15,5 Grad waren es in Rosenheim, also gerundet 16 Grad. So geht's weiter. Nochmal, wir achten bitte auf diese Linie, das ist die Frontalzone, die ist immer in unserer Nähe. Hier ist es jetzt in der kommenden Nacht mal ein bisschen ruhiger, wenn da allerdings die Isobarendrängung dazukommt, kommt da mehr Wind rein. Die Temperaturen mal vorübergehend kälter. Dann bleiben wir in der Frontalzone, kommen mehr auf die kalte Seite am Wochenende mit diesem Tief, das durchzieht. Die Temperaturen liegen bei um die 0 Grad in 1500 Meter Höhe, in den Bergen schneit's. Und da kommt dann, wir gehen nochmal zurück, hier ein neues Tief herangezogen, bringt da einen Knick rein und Wärme mit. Und diese Frontalzone zieht dann eben wieder über uns hinweg mit milderer und mit kälterer Luft. Und solange wir auf der Tiefvorderseite sind, kommt die mildere Luft, kommen wir auf die Rückseite, kommt die kältere Luft. Und wenn sich da so ein kleines Tief in die Frontalzone mit einarbeitet, und das soll nach vielen Modellberechnungen eben in einer Woche passieren, dann ist da richtig Stimmung drin. Und das Gleiche mit den Temperaturen, die gehen rauf, danach wieder runter. Das wird spannend in der nächsten Zeit in Sachen Regen. Regen wird es heute geben, erst einmal vor allen Dingen im Westen, im Südosten ein bisschen was. Im Laufe des Tages schrauben sich dann die Regenfälle von dem Italientief in die Ostalpen rein. Oberhalb von 1200, 1300 Meter Höhe fällt Schnee. Sonst sind ein paar Schauer örtlich auch Gewitter unterwegs. Ist jetzt kein richtig schlechter Tag, ist kein guter Tag. So nicht Fisch, nicht Fleisch. Der Wind kommt ruppig daher aus südwestlichen Richtungen, teilweise stürmisch. Das Ganze bei Temperaturen von 6 Grad im Regen und 16 Grad im Osten Österreichs. Morgen haben wir in der Nordhälfte viele Wolken, da sind noch ein paar leichte Schauer unterwegs. Südlich von Main und Mosel lockert es immer mehr auf und im äußersten Süden sowie rund um die Alpen scheint die Sonne. Der Wind bleibt sehr ruppig. Kommt weiterhin der Wind aus südwestlichen Richtungen und die Höchstwerte erreichen 5 Grad in den östlichen Mittelgebirgen und 14 Grad im Südosten Österreichs. Und am Donnerstag kommt eine neue Front herangezogen, die variiert immer ein bisschen. Mal sind die Niederschläge stärker, mal sind sie weniger stark. Sie schrauben sich auf jeden Fall von der Schweiz durch Baden-Württemberg bis zur Ostsee rein. Davor ist es noch föhnig, dahinter ein paar Wolkenlücken, dann fällt wieder Regen. Der Wind dreht so ein bisschen auf Süd-Süd-West. Die Temperaturen 6 Grad in den östlichen Mittelgebirgen, 15 Grad im Osten Österreichs. Am Freitag kommen wir in die kältere Luft rein. Es bleibt sehr windig, teilweise stürmisch. Immer wieder kommt es zu Regen in den Berglagen oberhalb von 800 Meter Höhe zu Schnee. Die Höchstwerte 4 Grad in den östlichen Mittelgebirgen und 11 Grad im Nordosten. Am Samstag bleibt es sehr windig. Erst Südwestwind, dann dreht er auf Nordwest. Höchstwerte 6 bis 12 in den östlichen Mittelgebirgen um die 4 Grad. Schneefallgrenze bei rund 1000 Meter Höhe. Und ich habe es immer hier klein eingezeichnet, die Sonne auf der Alpen-Südseite, wo es in der letzten Zeit so ungemütlich war und viel geregnet und geschneit hat, ist es in dem Fall föhnig und freundlicher. So sieht es am Sonntag aus. Wieder ein Tief, das durchzieht mit starkem bis stürmischem Wind, diesmal im Süden Deutschlands. Zunächst Regen und nasser Schnee, geht dann rasch in Regen über. In der Nordosthälfte 4 bis 10, in der Südwesthälfte milde 9 bis 15 Grad. Und dann, jetzt gehen wir einfach mal die Karten durch, wenn das so kommen würde, ist ja noch nicht alles in Stein gemeißelt, dann wachsen uns Schwimmhäute und ein Schwimmflügelchen aufsetzen. Viel, viel Regen im Süden, wir haben es eben in den Niederschlagsvorhersagen gesehen, sehr windig.
wahrscheinlich 6 bis 16 Grad. Dienstag, viel Regen, immer wieder ziehen so Straßen mit sehr viel Regen, gerade über den Süden Deutschlands hinweg. 8 bis 17 Grad, die 8 Grad im Norden, die 17 Grad im Südwesten. Und am Mittwoch kämen wir dann auf die Rückseite, im Süden weiterhin starker bis stürmischer Wind. Im Norden dreht er auf nordwestliche Richtung mit Gewittern, die Schneefallgrenze kommt wieder runter. Auf der Alpen-Südseite, bedingt durch Nordföhn, sonniger und milder. Als kleiner Geheimtipp, wenn das dann so kommt. Und da lohnt sich der Blick schon drauf auf die Windspitzen, die nächste Woche Dienstag kommen sollten. Wir behalten es für den Hinterkopf. Nochmal, das ist eine Woche hin, da wird noch viel passieren, aber das wird berechnet. Da hätten wir schwere Sturmböen im Süden Deutschlands, da würde es auch Schäden geben mit umstürzenden Bäumen. Und im weiteren Verlauf käme dann am Abend und in der Nacht auf Mittwoch nochmal ein Sturmfeld herangezogen. Und im Süden ist das nochmal deshalb so drastisch, weil wenn das mit dem Tief hier reinknickt, haben wir den Leitplankeneffekt direkt an den Alpen, weil der Wind ja nicht ausbüchsen kann über die Berge, sondern er wird gequetscht. Das nur mal so für den Hinterkopf. Die Ensembles. Im Norden Deutschlands ist auch der Wärmeberg leicht abgebildet. Erst 10 Grad, dann um die 5 Grad, dann nochmal rauf auf um die 10 Grad, später runtergehend. Es kommen Läufe dazu Richtung Ende der zweiten, Anfang der dritten Dekade, die dann tatsächlich in den frühwinterlichen Bereich gehen würden. Niederschlagsreich ist das Ganze im Westen sowieso. Da kommt der Wärmeberg deutlich ausgeprägter daher. Hinten raus gehen die Temperaturen runter, der Kontrolllauf. Da eben im frühwinterlichen Bereich, genauso in der Mitte, viel Niederschlag, der uns da bevorsteht, Unsicherheiten, was den Wärmeberg angeht. Im Osten wogt das so hin und her zwischen 10 und 5, dann wieder 10, später 5 Grad. Ein deutlicher Temperaturabfall ist hier allerdings erkennbar. Richtung Anfang der dritten Dekade wird momentan so berechnet, auch niederschlagsreich, sehr niederschlagsreich im Süden. Der Hauptlauf, so nass er auch eben war, ist hier gut eingebettet. Die anderen machen da alle mit. Da kommt der Wärmeberg, dann der Temperaturrückgang. Der Kontrolllauf beispielsweise mit ein paar anderen Kollegen wäre dann im Dauerfrostbereich, allerdings ohne Schnee. Der Blick nach Bern in die Schweiz. Auch da ist der Wärmeberg sehr ausgeprägt. Dann geht es wieder runter mit den Temperaturen. Ausgeprägt ist auch hier der Niederschlagsreichtum. Nochmal in den Hochlagen alles als Schnee. Und zu guter Letzt der Blick auf die andere Seite der Alpen, wo es relativ trocken ist und mild, der Wärmeberg. Ja, der schmiegt sich an den jetzigen ran. Hinten raus geht es hier auch deutlich nach unten. Die Niederschläge sind hier deutlich verhaltener. Was die Modelle sonst noch alles treiben, das schauen wir uns dann später an. Bis dahin.